Die zweite Liga startet für die Fortuna aus Düsseldorf zwar erst am 10. Februar, die Düsseldorfer sind aber schon in der Vorbereitung ganz gut drauf. Das zeigten sie am Freitag im Testspiel gegen Alianza Lima, sehr zur Freude von Coach Lorenz Günther Köstner. Also insgesamt glaube ich ein positives Fazit, wohl wissend, dass wir wiederum durch eine Unaufmerksamkeit in Rückstand geraten sind, aber umso besser ist, dass die Mannschaft auch gezeigt hat, dass er das ausbügelt, das, was wir verlangen, eine Gemeinschaft wieder zu werden, für den anderen einzustehen. Und das war heute sehr, sehr positiv. Mit Feuerwerk ging's rein ins Spiel. 200 Fans waren im spanischen La Manga mit dabei, doch kurz nach der Pause gab's erstmal den Schock. Elfer für Lima. Walter Ibanez, ganz humorlos und richtig gut in den Knick. Doch Düsseldorf schlug zurück. Erin Taskin mit dem Hammer aus der Ferne, 75. Minute. Was für ein schönes Tor. Und Tugrul Erat legte zwei Minuten später nicht minder schön nach. Düsseldorf gewinnt 2:1 gegen den 23-maligen peruanischen Meister. So kann's weitergehen.